Tag. Hi, kein Plan, was letztes Mal passiert ist, aber hey. Na, so ein bisschen, ne? Ja, du wolltest ins Fitnessstudio, genau. Dieser unglaublich epische Anfang gerade, ey. Ja, das ist einfach. Na, hi, kein Plan. Ja, es ist immer so. Eigentlich. Na dann, dass die Zeit sich nach vorne spule. Ja. So, schlaft ihr eigentlich noch? Ihr habt, nee, du hast noch nicht volle Energie. Okay. Aber Konstantin hatte volle Energie. Konstantin schläft aber einfach lange. Stopp. Passt. Will den Joggen Pool? gehen. Ja. Sport, Ah. Sport. Hobby reden. Jo. Schuhe. Nochmal Sport. Komm, du willst schwimmen gehen und Schlittschuh laufen gleichzeitig. Ihr seid noch nicht befreundet, was? Müssen wir ändern. Aufgestanden. Muss ich den Kerl echt mitnehmen? Es wäre ganz praktisch, weil Konz, glaube ich, keine wirklich großen Kontakte hat. Moment, wo war es hier? Ja, genau. Uns, den Postboten und die Hexe. Wenn nach der Familie der beste Freund der Postbote ist. Ja. Luxus Fitness Center. Darf ich da jetzt hin? Darf kommst du überhaupt rein? Würde es vermuten, also zumindest kannst du ihn da mitnehmen. Einfach so einladen wahrscheinlich. Weil ich ja mit meinen 2 Punkten Fitness schon richtig VIP in dem Laden bin. Das spielt trotzdem wieder laut ist genug. So, was? Nein, hier. Wollte nur reinklicken. Und Miep. so. Ja, 2 Punkte sind 2 Punkte und so, ne? 2 Punkte mehr als der Rest der Familie. Ja. Es braucht ja auch nichts. Lädt Hobbys. 404 habe ich es nicht gefunden. Ja. Ist aber einfach der bekannteste, ne? Der 404er. Ja, es ist halt der einzige, den man so ohne weiteres kennt, ne? Der einzige, der einfach jeder schon mal gesehen hat. Ja. Ich habe auch schon einige anderen gesehen, aber ich kann jetzt nicht sagen, welche Nummer was ist. Ebenso. Bei 403 ist Forbidden, glaube ich. Oder war es 402? Ach, keine Ahnung. Dürfte sogar 3 gewesen sein, ja. Epischste Lademusik von der Welt. Stopp, lesen. Hey, ich kann sogar schwimmen gehen. Ja. Hey, komm im Luxus Fitness Center. Hier kannst du dich so richtig auspowern. Bitte mich ruhig um Rat, wenn du ein paar Fitness-Tipps benötigst. Einsame Person, die um 5 Uhr hier rumsteht. Ich habe um 3:30 das Taxi gerufen. Ja. Also. Aber der Taxifahrer verdient Geld damit. So. Was wird das? Über Hobby reden. Ja, warum nicht? Und das für epische Stühle hier. Zweistöckig? Oh, zweistöckig. Sehr schön. Da oben kann man schön trainieren. Ne, ist Und schwimmen kann man auch. nur zweistöckig. Jo, ja, dann gehst du halt gleich mal schwimmen. Denke ich mal. Und danach kannst du auf die Trainingsbank gehen. Dann habe ich gleich wieder 1500 Milliarden Karrierepunkte. Ja. Und dann willst du jemanden um ein Date bitten. Na, kommt noch. Vor allem, ich habe da eine Freundin, mehr oder weniger. Hast du? Der mir neu. Da. Ja, gut, okay.
Kannst du mit ihr was plaudern über Sport? Oder? Ja, über Sport. Jetzt mal Witz erzählen. Ja, richtig, zum Kennenlernen. Fitness und Sport sind zwei verschiedene Sachen, okay. Soll mir durchaus recht sein. So, und was macht Konstantin Zwischenzeit? Rumflirten. Okay. Wenn er das will, dann soll er es kriegen. Ist doch wieder leiser als erwartet. Himmel, Herrgott. Hab's doch immer eingestellt. So, wem soll es so gucken? Kannst du oder dir? Ich finde meine Bahnklamotten sehr interessant. Ja. Sag mir nicht, dass ich mich nicht traue zu springen. Du würdest okay. Dich, glaube ich, trauen, aber du packst es nicht. Ich gehe also nicht mal schwimmen. Nö. Ja gut, dann gehe ich eben gleich Fitness machen. Tue ich Dinge, von denen ich weiß, wie es geht. Jo. Da frisst wir werden stehen. Himmel, Herrgott. Na, noch nicht. Ich will erzählen. Konntest du das nicht schon vorher? Jo. Gibt es hier oben nicht auch einen Kühlschrank, tatsächlich? Wäre im Rahmen der Möglichkeiten. Zumindest haben wir einen Grill. Das sieht nicht nach Kühlschrank aus hier unten. Schade. Nö, kein Kühlschrank zu sehen. Nib, Framenad, hallo! Fremdling? Vor allem mitten auf der Treppe einfach. Der schafft es zu springen, du nicht. Warum schaffst du es nicht? Keine Ahnung, kann ich ja nach dem Training hier oben machen. So. Ganz weg. Ah ne, das sind... Ach. Das ist ein Spiegel. Die absolut dämlich platziert sind. Okay. Freund fürs Leben finden, ja. Ja. Reicht, glaube ich. Die Punkte hast du ja jetzt dafür. Trainieren kannst du jetzt zu Hause auch. Gut, ja, also weiter schwimmen versuchen, hoffe ich doch. Im Anschluss, ja, können wir. Wieso nicht lieber einsteigen? Das geht vielleicht eher. Wenn es nicht geht, ja. Ihr redet über Aktien? Die Aktien sind wolkig. Ja doch. Doch logisch. Macht euch dann drüber schlapp. Ihr seid komische Menschen. Einfach in so einem Tauchanzug da stehen. Tauchanzug. Yay! Yay. Yay! Mehr Geld. Moment, was? Hab ich grad nicht lesen können. Sie hat Kontakte in der Politik und deswegen kann es sein, dass Konstantin demnächst mehr Geld verdient. LOL. Timla! Turno! Let up! Lit! Kaplada! Bin ich halt stärker geworden oder wie? Du bist begeisterter geworden darüber, glaube ich.
Komm, Gons, mach mit. Peter Sims. Gut, okay. Das war knapp. Ja, egal, passt schon. Was ist das denn jetzt? Was denn? Da vorne dieses Anpöbeln. Keine Ahnung. Die einfach alle in diesem Pool an mich denken. Ja, ne? Wie könnte man auch anders? Bei diesem Outfit. Ich bin halt einfach... episch. Eben. Was machst du? Duschen. Wieso? Du bist doch noch... Naja, nicht mehr ganz so sauber. Okay. Nein, spielt ja zum Glück keine Rolle. Yay! Eine rüstige Rentnerin. Auch schön. Lass mich raten, sie geht schwimmen. Sieht so aus. Also versuch's zumindest. Und geht danach wieder. Wahrscheinlich. Jo. War schön hier gewesen zu sein. Ich geh dann mal wieder. Hat er gegessen, okay. Na dann. Kannst du noch was einweichen? Warum nicht? Die sind aber dämlich konzipiert in diesem Gebäude hier. Meine Güte. Das ist modern. Oh, Lingoto. Für Punkte. Wenn er ganz allein unten rumtreibt. Was sagen, will ich Konz jetzt die potenzielle Freundin ausspielen oder wie? Da oben. Nein, du wolltest einfach nur über dein Hobby reden. Ach so. Okay. Oh, yeah. Ja, nein. Nicht jetzt, nicht hier. Ich weiß nicht, ich krieg so leichte Diebes-Vibes von dem Kerl hier. Das ist auch das Diebes-Outfit eigentlich, ja. Bin mich sicher. Naja. Wenn er Spaß hat. Was macht der da eigentlich? Und Mann spielen. Stundenlang. Warum stehen halt auf dem Boden und ich. Ich. Ja, nein. Ich bin raus. Hey Leute, ich schon wieder denke ich alle nur an mich. Ja, durch die Wand. Passt schon Magie. Magie, ja. Wir sprechen parallel. Warum nicht? Magie kannst du die Zukunftsfeuer sehen. Hat Floppy hast sich mit auf dem Rücken im Wasser liegen einen Körper blind. Wollte gerade sagen. Was? Der hat doch nichts gemacht in der Zwischenzeit. Wieso kann ich das nicht auch so machen? Du könntest wahrscheinlich, aber das dauert etwas länger. Jetzt gehen noch wieder alle.
Sie labert oder was? Über was? Was ist denn labert oder was? Grobadin. Kommt jetzt ganz alleine. Bleibt unten alleine, geht hoch, nimmt sich den Hotdog, setzt sich auch ganz alleine in der Ecke. Seine Hygiene ist für den Arsch. Da war die Dusche. Hier, hier ist ja egal. Mach ruhig. Ja, wollte gerade sagen. Aber ihr braucht keine Mechanik, von daher, ach, egal. Fürs Haus bei uns. Ja, möglich. Die schmeißen dann an jeden ran. Franz, an Peter. Doch egal. Boah. Nun, was sind eigentlich meine ganzen Ziele noch, außer Party schmeißen? Kann man dieses ganze Leben haben und Liebe. Das letzte auch, oder wie? Das war vorhin fürs Leben. Ah, okay. Und das ist relativ schwer. Ich meine, hast du irgendwen, der dir gefällt hier auf diesem Grundstück? Nein. Damit ist das dann geklärt. Eben. Dann fahr Fahrrad. Glader. Ich fahr so gerne Rad. Ach, das ist anstrengend. Wei. Und die ist warm. Gar nicht nachvollziehen. Steckt ganz wieder. In der Dusche. Ach, richtig, ja. Bergfest. Ja. Auch im Fitnessstudio immer seinen Werkzeugkasten dabei haben. Man weiß ja nie. Das macht ihm Spaß. Einmal. Oh, bisschen das Wasser ins Gesicht fliegt. Ja, nicht warte fliegt, ja nur sondern auf. Fliegt. Nope, er war einfach zu gut dafür. Scheinbar. Wo ist das Klo? Da ist das Klo. So, Fiesel und ihn mit ihr verkuppeln. Willst du so fies sein? Weiß ich nicht. Andererseits mit ihr halt der mittlere Chemie, also... Oh. Ach komm, warum nicht? Nein, nicht ausschalten, die Dame. Nee. Lässt du dich wohl belabern. Nicht? Kommt ja gerade raus wieder. Jo. Wow! Das waren Moves. Das war unerwartet. Irgendwie ja. Dafür, dass du vor ein paar Minuten erst eigentlich vom Brett runtergekommen ist. If web, is it? Web it, if or same word. Hey, blutet in der Blut. Nein, ich wechsle euch einen Wert, das würde ich anfangen. But, hey, blutet in der Blut. Ich fahren. Ebtelo. Das ist intelligent, ja. Das war echt so. Erst muss ich mit irgendjemandem unterhalten. Dann quasi richtig gut verstehen. Und dann mittendrin einfach wegjagen. Ja. Kivar, Ruh, Ramanetzi. Oh. Wie bitte denn? Du strampelst dich immer noch ab, ja? Hab aber fast Level 3. Ja. Ist auch komisch, dass der Dieb sich da hinten die Bilder anguckt.
Mag mir nicht gefallen. Das sind ja nicht meine Bilder. Das nicht, aber... Naja. Was? Ich glaube, wir standen im Weg. Ja, aber diese Bewegung dazu war irgendwie komisch. Die stehen sich aber auch nach. Hey, wohin? Platsch. Wenn die es reinkommt und an mich denkt, dann hau ich sie aber. Nein, ich glaube, die läuft einfach nur sehr da quer hier raus. Warum ist unten keine Tür hier hin? Was ist das überhaupt? Warum ist hier so ein Armee-Ding? Achso, die. Ja, Ballspielen. Richtig, ich erinnere mich, ja. Ich kann mit anderen Sims Tipps über dieses Hobby austauschen. Ja. Ja. Parkour. Ich will einfach Ronja im Unterricht bitten. Das will ich sicher auch. Ja. Was? Ja, wer. Nein, machen wir erstmal. Oh. So, reicht. Nach Sims Logik könnte das ziemlich interessant aussehen. Ja. Noch ein Körperpunkt. Ja. Ja. Nice. Auch mal das laggt. So erbärmlich. Ich hab grad ein Standbild. Und du willst ins Bett? Was? Ich hab auf jeden Fall gerade ein Standbild. Ah, das ist doof. Jetzt nicht mehr. Ich hab da gerade Herzchen gesehen. Herzenergie, ja, das war da unten. Ja, soll mir recht sein. Auf der Parkbank, danke. Jo. So, ich stehe jetzt noch so da, ja. Oh, Ablo. Is this a room? Ja. Toll. Sie hoch, er runter, jetzt wieder rumdrehen, ne? Ja. Wenn man nicht auf der Treppe umdrehen kann, dann muss sie komplett runter und hochlaufen. Hier sind zwischen den beiden aus. Ganz gut, ganz gut. wo waren die Fragen? Da waren Fragen. Erstmal die wichtigen Fragen. Was verdienst du? Ist eine blöde Frage. Aber übrigens hast du ein dickes Minus. Was? Ein dickes was? Ein Minus. So, ja. Verstehen Sie ja ganz gut, die beiden. Die Leiste unten ist auf 100. Die obere, ja, die untere aber noch nicht. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen den beiden, aber... Oh. Einfach mal riskieren.
Ja, funktioniert. Schön. War's das jetzt? Möglich? Ja, das heißt, wir können sie einladen. So. So. Wie sieht's bei dir aus da unten? Oh Mann. Ziemlich dreckig sieht's bei dir aus da unten. Vielleicht sollten wir erstmal gehen. Ich habe gerade grüne Wolken gesehen. Hoffentlich nicht Konstantin. Ah nein, sind Teller gewesen. Okay. Alles in Ordnung. Sollten wir es dann gehen, so wie du gerade gelaunt bist. Wahrscheinlich. Er träumt von Freundschaft. Und sie redet mit weniger Spiele. Und Oma hat viel Überraschung. Erinnert mich an die eine aus der ekelhaften Telekom-Werbung. Auch lustig. Unfall, ja komm, so hungrig bist du jetzt auch noch nicht. Huch, wollen wir Herzchen. Nun ja. Ja. Hoffe einfach, dass du nicht umkippst währenddessen. Oh nein. Ich verliere Begeisterung für die Natur. Oh mein Gott. Und du müffelst. Offenbar. Was habe ich eigentlich für einen Charme, dass ständig, wenn jemand an mir vorbeiläuft, jemand an mich denkt. Auf jeden Fall hast du den Megabody. Momentan, ja. Uff, Tommy. War das hier irgendwo? Ne, das waren Interessen. Ach, keine Ahnung. Verdammt fett, meine Güte. Taxi da? Ja, Taxi da. Nimmst du Kons mit, ist die Frage. Ja, der sitzt schon im Taxi und wartet auf dich. Oh. Siehst du? Da. Oh. Verschwindet der jetzt auch, wenn ich einsteige? Wäre zu vermuten, ja. Weggenommen. Der Dieb rettet daher. Und denkt auch wieder an mich. Heilige Scheiße. Ja, nu, du riechst halt was auffällig. Der Maskulin. Ja, das. Dieser Name einfach. Warum? Komisch. Das erzähle ich Leonard, falls ich ihn je wiedersehen sollte. Unwahrscheinlich. Ach, die Welt ist klein. Jo. Ich taxi und du brichst wahrscheinlich gleich zusammen. Was dann geschehen? Holy shit, meine Laune, wollte ich gerade echt sagen. Nein, nicht Hungernotfall. Eigentlich ja schon. Bis ich zu Ende geduscht habe, bin ich verhungert. Habla, Bekata!
Ja, aber das ist erstmal wichtiger. Und Cons kann in der Zwischenzeit nicht ins Bett gehen, sondern Essen suchen. Ein Interesse nehmen. Einfach nur, damit Cons nicht direkt wieder kotzen muss, was er gegessen hat. Bei deinem Duft gerade. Hä? Ist das gerade noch ein... Nein, es sind noch mehrere gewesen. Gut. So, reicht, sonst fällt es wirklich noch im Fleisch. Ja! So, müde, dann geh pennen. Mit uns aus, wir dürfen inzwischen eigentlich ausgeschlafen haben. Also, bald. Jo. In nächster Zeit. Und dann kann ich wieder anfangen zu kochen. Hast du deine Spaghetti noch? Ja, ich bin der Einzige, der kocht bisher. Meine ich zumindest. Ich finde bloß diese eine halbe Theke sehr interessant. Nein, nein. Böse. Tja. Ich hab dich ja gewarnt. Ja, aber die Energie war jetzt wirklich nicht so niedrig. Eigentlich echt nicht. Ja, dann. Hä? Wohin? Abspielen. Ja. Sehr löblich, sehr löblich. Bei mir geht ja zum Glück nur gleich irgendwie die Fahrgemeinschaft oder so. Oder? Nö, wieso? Du hast heute frei. Achso, es ist immer noch Montag. Haha. Ja. Stimmt ja, da war ja was. Die Zeit vergeht nicht, wenn du nicht da bist. Naja. Was kannst du denn für faszinierende Sachen tun? Deine Freundin anlachen zum Beispiel. Aber du kennst jemanden gut genug, Markus. Wenn es hier irgendwen gibt, der eventuell auch noch Teenager ist. Ja, das soll vorkommen. Ja, was machen wir jetzt mit ihm? Müsste eigentlich auch viele Leute kennenlernen, aber er kennt niemanden gut genug, ihn nach Hause einzuladen. Und irgendwie doof. Ja, ansonsten einfach im Internet irgendwie mit Leuten chatten. Einfach irgendwie ihn anrufen. Ja, oder einfach mit Matthias chatten, eben. Ja, eben.